So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun sind wir hier an einem kleinen Zug angelangt und suchen einen perfekten, einen liebevollen Speisewagen oder sowas. So, wie sieht's mit dir aus? Wo gehen wir zuerst hin? Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. Gut. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods, just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not Ja. like that. Genau, sowas nicht ohne Beweise. Sowas geht ja mal gar nicht. So. Lass uns mal reinschauen. Shoe Outlet. Dann Wasser. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so, but this looks recently used. Ja. Be on the lookout and have your guard up. I'll take this to Kanja for Doc. Was haben wir da? Map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kinney's got us headed. Das ist natürlich gut, ne? So. Bringen wir erstmal das da. Ein Duck und ein Ketchup. Ketchup. Ne, Duck und ein Ketchup. Hallo, hallo, hallo. Ja, wo ist sie dann? Ja, May, wo sind sie dann? Hallo? Ah, da. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Like, somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. Der sieht aber irgendwie schon ganz schön tot aus, der Junge, ne? Nur mal so. Wollte ich nur mal so gesagt haben. We So, der found gibt einen this in a Plan. boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. These tracks lead right to Savannah. Holy hell. Can you guys see about moving that thing? We could have something here. Yeah, we're on it. So. Hey, Na. Sleepy. You okay out here? I don't think Duck feels good. Me neither. Ja, nee, ich glaube, so gut fühlt er sich wahrscheinlich nicht mehr. So, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir erstmal noch mal kurz da rein und auf der anderen Seite raus. Gucken, was wir da drüben haben, bevor wir unseren Zug starten in Richtung Savannah, was auch immer. So, also definitiv ein sehr beschränkter. Aha. There's gotta be a better way to do this. Ja, theoretisch müsste das gehen. Shit. Broken. Klasse. Klasse, klasse, klatze. Klatze, klatze, klatze. Ja, verklicker mir mal, wie ich das da. Kann höchstens vorne in der Lok vielleicht mal schauen, ob da irgendwas ist. Weil ich glaube, da drin war nichts mehr. Nö. Gut, dann gucken wir mal, was vorne in der Lok so haben. Vielleicht findet man da irgendwas, wie wir das lösen können. Oder wir nehmen da irgendwas. Was ist denn das? Ja, toll. Schreckliche Unordnung. Gut, das hilft mir weiter. Na, lass uns mal da hochgehen. Lass uns mal schauen, was der Lokführer so treibt.
Was macht denn unser guter Lok? Lok hier, Lok. Lok, Lok. Was ist das? Könnte etwas drin sein, ja, was? Wahrscheinlich ein Zombie, hä? Okay. Was ist das? Ein Schalter. Echt? Nothing. Gut. Klasse, klasse, klasse. Nix. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, wo ein Schalter sitzt. Schön. Das hilft uns weiter. Was haben wir da drin? Oh yeah. Werkzeug, Werkzeug. Ganz, ganz viel Werkzeug. Kann man alles mitnehmen? Klasse. Klasse, klasse, klasse. Also echt die Härte, oder? Guck dir die Scheiße an. Am besten immer den Verstellbaren. Ja, ist immer gut. So, sieht aber erst wie eine Schieblehre. Gucken wir, was wir da alles noch so drin haben, bevor wir hintergehen und versuchen, den Wagen abzuhängen. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Klasse. Klotze. So, was haben wir hier? Was haben wir hier Schönes? Auch nichts. Klotze. Verdammt, nein. Ich werde noch gestört bei dem Spiel. Mal ohne Scheiß. So, was haben wir da drin? Shit. Sitting in the chair. We got him. Suppose we ought to look him over. Yeah. Naja. Good. Er sieht mir jetzt mal nicht unbedingt aus wie ein Walker. That light is blinking. Push it. Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. Well, let's look around. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Ja, genau. Kenny, guck du dir mal das Steuer da an. Man, ich versuche derweil hinten mal den Hänger abzuhängen irgendwie, weil das bringt uns ja sonst nicht arg viel weiter, ne? Aber sonst noch was hier. Was ist das? Notizblock. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn. Toll. Pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Der Durchschlag, die Pause. Was ist das für ein Scheiß? Alter. Das sind ja Tausende von seltsame Dinge. Maps about Georgia's cities. Nothing about the train. Da bräuchte ich aber irgendwie so ein. I have no idea what to do with these. Ja, toll. Ich auch nicht. So, was war das? Was war das? Ah, das war die Scheiße. Gut. Theoretisch bräuchte ich einfach einen Bleistift. Eigentlich. Einfach nur ein Stift oder so ein Scheiß. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Ja. Damn. Ein Stift. I can kinda see the indentation. Bleistift, ja, das.
kann ich nur höchstens die Klemmer fragen. Mal die liebe Clem von Ragen. Hui, du. Fragen wir mal die Clem. Hey Clemchen, du hast doch bestimmt noch ein Bleistift. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. What? An ERV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Klasse. We found a notebook that we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. Toll. How's that? I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. Oh, man. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. Where did yesterday go? Tja. I don't know. Are you okay? I know you were fond of her. I'm fine. Don't worry about me. I do. Don't. I liked her, but she's gone now. I'm sorry, Lee. Would you have left Lily back there? Ja, stimmt. Side of the road like that? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay. Ja, ganz ehrlich, wir hätten die nicht zurückgelassen, ist doch logisch. Ohne Scheiß, wenn du das anguckst, die hat da einfach mal gnadenlos die Frau ohne großartige Beweise erschossen. Auch noch aus dem Gelaber heraus. Ich hätte die eigentlich sogar erschossen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Aber so ist es besser. So, jetzt brauche ich irgendeinen vermaledeiten Bleistift. So, lass mal gucken, vielleicht ist da hinten ein Stift oder irgend sowas. Na, rein mit uns. War hier irgendwo ein Stift? Ja, das war Kotze und Pisse. Das ist ja richtig widerlich hier. So, verdammt. Klemmt. Klasse. If I can break it loose first. Ernsthaft, muss ich jetzt hingehen? Ja, lass mal noch mal kicken hier. There's gotta be a better way to do this. Das vorher löse, ja. Die Frage ist nur, mit was tue ich das vorher lösen? Weil die Kacke ist ja natürlich auch, dass ich immer nur eine Sache hier habe. Hallo? Was ist denn das für ein Rotz? Ich habe nur ein einziges Werkzeug. Damit muss ich dann da, muss ich wieder vor, muss ich wieder zurück, muss ich wieder vor, muss ich wieder zurück. Das ist doch richtig scheiße, ist das. Jetzt laufe ich ganz vor. Hol mir dort irgendein... verdammt, ein Pleasure, okay. Aber einfach gnadenlos. Ich brauche so einen beschissenen Bleistift. Oder irgendeinen Stift halt. So. Jetzt ist die Frage. Ja. Probier es mit dem zu lösen. Ja, die andere Sache ist natürlich, wo haben wir einen Bleistift? Muss mal Kenny fragen, den habe ich schon nicht gefragt.
Bleistift hat. Vielleicht hat er ja einen. Was natürlich irgendwie saumäßiger Zufall wäre. We got a problem. What? We still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out, but it won't budge. Well, we ain't going anywhere until it does. Toll, trotzdem brauche ich immer noch einen Bleistift. Was bringt's mir, wenn ich weiß, wie das Ding funktioniert, wenn ich keinen Bleistift habe? Ah, cool. Hallo. Jesus! Ah ja, okay, Karamba. Der hat bestimmt einen Stift, hä? Ja, richtig, zu laut. Deshalb sollte man vielleicht irgendwie außenrum. Ist nur die Frage, wie komme ich da außenrum? Was? Hallo, Großer. This door is gonna hurt. Oh Mann, das ist. Alter, was? Ich wollte doch gerade zuschlagen. Was ein Rat. Na gut. Sagen, schlagen wir mal schön den Schädel ein. Was ein Scheißdreck! Jawohl, komm, da geht noch was. So. Komm. Alles klar. Ah, ei, Karamba. So. So. Hallo Leute. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can clearly see the indentations from the writing. Toll, klasse. Sag mal, die wollten mich doch alle verarschen, ihr kleinen Drecksäcke. So, würde ich sagen, finden wir mal einen Weg, den Notizblock zu lesen. Da 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 da. Was habe ich jetzt überhaupt aus dem Auto rausgeholt? Ich habe gedacht, das wäre was, mit dem ich arbeiten könnte. Here, I found these. If Duck's up for it. Thank you. That's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Sure. Das ist irgendein komisches Essen gewesen. Hallo, ich brauche... Ich brauche nichts zu essen. Ich brauche einen verdammten Bleistift. Schon was im Auto. Menschenskinder. Mal da irgendwo. Es geht dann wieder raus. Bleibst drin. Geh neu, du Sau. Hallo. Hallo. Was ein Scheiß. Da haben wir einen Bleistift. Da haben wir einen Bleistift, da haben wir einen Bleistift, wir haben einen Bleistift. Yuppie di, yuppie do. Du sollst das Kisch warten, Maus. So. Jetzt lesen wir den Plan, jetzt lesen wir die Anleitung. Die liebe kleine Anleitung. Lass uns mal die Anleitung lesen, leserlich gestalten. Leserlich gestalten, leserlich gestalten. Perfect. You can read it now? Yeah,
Should be able to just follow the steps to get the Alter, was ist das? Sounds good. Aha. Erstes Moor, die Nummer 6. 200, 2 hoch. 200, 3 hoch, 1 runter, 1 hoch. Okay. Alles klar. So. Dann hat man das mal. Whatever you did, lit the dash up. So far so good. Ja, so weit, so gut. Schön, ne? So, nächstes war glaube ich die 5. Na, ja, das war ein waagrecht, ein senkrecht. Junge, du sollst nicht da dran sein, Alter. Jetzt geht der raus. Ich glaub's nicht, jetzt geht der raus. So. So. Dann lass nochmal bei den 9. Okay, einmal links rum, einmal rechts rum. Ist klar, so. Zack, zack. Ist die 9 überhaupt hier? Ja, da unten, glaube ich, ja. Die 7, 8. Okay, dann ist die 9 vermutlich das ganz vorne. Wo ich zuerst dran war, im Schalter, wo nichts ging. Das Problem ist, selbst wenn wir das jetzt gelöst haben, hängt immer noch unser Hänger hinten dran, was natürlich nicht besonders vorteilhaft ist. Naja. So. Holy shit, we're golden. So what? We're barreling down the tracks at 40 miles an hour. I don't care about the noise. Let's fucking enjoy it. 60 km/h, wollen die mich verarschen? Also sau langsam, du. So, wenn wir hinten den blöden verschissenen Ding da hinten lösen irgendwie. Das Ganze. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.